Teil 2, die Reise. Und herzlich willkommen bei Teil 2 und einer Reise. Dank der hervorragenden Führungseigenschaften Captain Freebirds ist die Sea Monkey auf dem Weg. Unbeschadet ihrer Unkenntnis der Navigation und der fehlenden Erfahrung plant die Crew die Reiseroute. Zuallererst möchte ich betonen, wie toll es ist, mit einer so eingespielten Crew zu arbeiten. Das ist super! Die Reise, die vor uns liegt, wird nicht einfach. Wir brauchen all unser Glück und nicht zuletzt natürlich auch Teamwork. Hey, zuerst wollte ich jetzt nämlich ein paar Pflichten verteilen. Wieso sind wir nochmal mit dabei? Ja, ich habe mal eine Liste gemacht hier, ne? Guck mal. Irgendwas mit der Gouverneurin? Ich sehe nicht ganz den Sinn bei dieser Rettungsaktion. Die Frau kann gut auf sich selbst aufpassen. So wie ich es sehe, haben wir dieses tolle Schiff. Ja, na gut, sagen wir mal, wir haben ein Schiff. Lehnen wir uns zurück, binden das Ruder fest und segeln ein wenig herum. Meine Bräune könnte ein wenig Auffrischung vertragen nach dem Knasturlaub. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich in letzter Zeit ziemlich im Stress. Etwas Urlaub könnte jetzt echt nicht schaden. Ja, dann ist das hier eine eindeutige Entscheidung. Wir machen eine Kreuzfahrt in der Karibik. Ich bin verdammt. So, verdammt will ich auch sein. Ich werde jetzt mal gucken, was es hier so alles gibt. Was haben wir denn hier? Denn ab hier, schau an Federkiel. Sieht wie ein Federkiel mit Kugelschreibermine aus. Kann man das nehmen? Ja, kann man nehmen. Schau an Bett des Kapitäns. Schon gemacht. Muss es denn getan haben? Also das Bett ist gemacht. So, Schrank mal öffnen. Der scheint fest verschlossen zu sein. Und da ist noch eine kleine Truhe. Haben wir da irgendwas drin? Schau an. Sieht wie eine leere Truhe aus. Gut, dann ist da wohl nichts drin. Können wir die Tinte auch nehmen? Ja, Tinte. Ich sehe nichts Besonderes. Okay, gehen wir hier mal wieder raus. Ah ja. Die feinen Herrschaften. Gehe zu meuternde Crew. Rede mit meuternde Crew. Hey, ich habe gehört, bei Monkey Island Trademark sei das Wetter total gut gerade. Netter Versuch, Guybrush. Kann ich vielleicht was tun, damit ihr mir helft irgendwie? Entschuldige, Guybrush, aber du stehst in der Sonne. Ich gebe euch Meuterern 5 Sekunden, um wieder zu Verstand zu kommen. Jawohl, dann werde ich ungemütlich. Dann ist hier aber die Hölle los. Entschuldige, Guybrush, aber schon mal was von Kiel holen gehört. Kiel holen, Englisch Kielhaul. Achso, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich kümmere mich mal ums Schiff, ne? Ja. Was können wir hier noch machen? Gehe zu Luke. Ach, da ist eine Luke im Boden. Haben wir hier noch irgendwas? Hier das lustige Bild. Das ist ja süß. Oh. Gehen wir mal zur Tür. Was haben wir denn da? Frühstücksflocken. Die Marke habe ich als Kind immer gemocht. Ich mochte das Gefühl, wie sie am Gaumen kleben blieben. Lecker. Nehmen wir doch mal die Frühstücksflocken. Eine. Da können wir noch eine nehmen. Das kann ich nicht nehmen. Naja, gut. Was haben wir da noch? Einen Topf haben wir noch. Huch. Da ist er. Gehe zu Topf. Schau an Topf. Los. Schau ihn an. Der hat dieselbe Größe wie mein Kopf. Na, so ein Zufall. Dann nehmen wir den natürlich mal mit. Kennen wir ja schon aus anderen Begebenheiten. Kochtopf. Schau an Kochtopf. Sieht wie ein ganz normaler Kochtopf aus. Ich frage mich, wer da unten schon Feuer gemacht hat. Gemütlich warm. Ansonsten noch irgendwas? Nee, dann gehen wir mal zur Leiter. Ich muss sagen, beim Schiff bin ich immer ein bisschen aufgeschmissen, wie das alles nochmal war.
Deswegen kann ich mich hier gerade nur ein bisschen umschauen. Gehe zu riesiges Stück Seil. Das schauen wir uns gleich mal an. Und da ist noch eine Truhe. Es ist ein riesiges Stück Seil. Ist ja unglaublich. Hier haben wir noch eine Truhe. Die öffnen wir mal. Was haben wir denn da drin? Exzellenter Wein. Den nehme ich mit. Sogar ein guter Wein. Nicht nur exzellent, der ist ja richtig gut. Gehe zu schwarze Truhe. Das ist nur eine alte, rostige Truhe. Kann man die öffnen? Die ist zugerostet. Nur alte, rostige Kisten. Würde mich ja mal interessieren, was da drin ist. Und Fässer. Sieht aus wie Fässer mit Schießpulver. Kann man sich da was nehmen? Toll, Schießpulver. Hey, da nehme ich gleich was mit. Kann ja nie schaden, sich die Taschen mit Schießpulver vollzustopfen. Kann man das ins Feuer werfen eigentlich? Mal so aus Spaß. Ja klar, ich will mich ja umbringen. Gut, das scheint nicht zu funktionieren. Federkiel, Broschüre. So gewinnt man eine Seeschlacht. Und ein Prospekt. Klarer Kopf beim Navigieren. Und ein Handzettel. Schatzsuchen leicht gemacht. Die Notiz, T-Shirt, Heftklammerentferner, Pfefferminz, Karte, Gummihuhn, Tagesordnung. Karte war die Schatzkarte, ne? Genau, Detlef, die Soos, tanzt den Affen, hey. Gehe zu Leiter. Gibt's hier noch irgendwas? Eine Totenkopfflagge. Was für eine Flagge. Mir schaudert, wenn ich's nur ansehe. Genau, du bist ein richtig mutiger Pirat. So. Grübel, 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 grübel. Kann man das benutzen eigentlich? Dafür ist später noch Zeit. Können wir vielleicht irgendwie den Schrank aufbrechen? Mit dem Heftklammerentferner? Ich glaube zwar nicht, dass es geht, aber nichts zum Entheftklammern in der Nähe. Ach Moment, wir haben doch Hefte. Benutze Heftklammer mit Prospekt. Nein. Benutze Heftklammerentferner mit Broschüre. Nein. Verdammt. Das war früher noch alles qualitätsgebunden, wa? Da gibt's auch nichts Neues. Aber ganz ehrlich, auf so eine kleine Karibik-Kreuzfahrt, da hätte ich jetzt auch ein bisschen Lust. So ganz spontan. Hier ist kein Platz für das Schießpulver. Kann man die Kanone öffnen? Das geht nicht auf. Na super. Ich erinnere mich nur, hier unten war irgendwas mit dem Rezept. Jetzt bitte nicht spoilern. Ich finde das schon noch raus. Und damit es nicht allzu langweilig wird, mache ich gleich auch mal ein Päuschen. Ich laufe jetzt hier nur noch ein bisschen hilflos durch die Gegend rum. Kisten öffnen, tralala. Früher musste man mit der Maus auch immer alles absuchen, um zu gucken, ob es noch irgendwo was gibt bei diesen ganzen Adventures. Hat man wirklich die ganze Zeit so da gesessen, mit dem Kopf direkt vor dem Monitor, also vor dem Bildschirm, und hat dann die ganze Zeit Pixel für Pixel abgesucht, ob nicht irgendein Objekt noch zu benutzen geht. Wie zum Beispiel eine Hängematte oder hier so ein Bett oder hier doch die Truhe noch, die jetzt aber gar nicht mehr geht. Oder hier was. Ich bin mir auch sicher, dass noch irgendwas im Kapitänsdingens war. Und ich bin mir fast sicher, dass es im Schrank war. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie man den Schrank aufbekommen hat. Federkiel, Tinte, kann man vielleicht mit dem Federkiel vielleicht Schloss knacken? Nein. Topf, riesiges Stück Seil, guter Wein, Schießpulver. Kann man vielleicht das Schießpulver da anzünden? Das klappt so nicht. Na gut. Riesiges Stück Seil, Frühstückslocken. Mag als Kind immer gemocht, kennen wir ja schon. Gucken wir mal weiter. Magnetkompass, Visitenkarte. Ich bin nicht sicher, aber er zeigt Richtung Mealy Island Trademark. Also der Kompass.
Ansonsten ein T-Shirt. Was ist das für ein T-Shirt? Ich habe den Schwertmeister besiegt. Und da ist noch das andere T-Shirt vom Schatz. Verdammt, na gut. Mache ich mal ein kleines Päuschen, rätsel jetzt mal ein bisschen offscreen rum quasi, damit die Aufnahme jetzt nicht zu langweilig wird. Und wir sehen uns ja bestimmt gleich wieder, wenn ich nämlich an genau dieser Stelle hier speichere. Lefraxhausen nennen wir mal anders. Nee, mir fällt nichts Originelles ein, also nenne ich es einfach mal auf großer Fahrt. Hello. So, wir sehen uns gleich wieder und tschüssi, bis gleich.